Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Resident Evil 8 Village. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir den Graf von Benjo, keine Ahnung, nicht, von der Puppe erkundigt. Ja, wie ihr es gesehen habt, man muss erstmal den Grabstein holen und dann das Monster erledigen. Ja, und dann bekommt ihr einen Schatz. Da. Ja, wie es weitergeht, Leute, erfahrt ihr jetzt. Und lasst ein Abo, lasst ein Like, das wird mich sehr freuen. Dann sollte ich mal sagen, nicht so lange quatschen und direkt anfangen. So, mit 6 Flügel. Ich habe 6 Flügel. Aber hört mal, ich hoffe, ich kann dann wieder zurückgehen. Nein, doch nicht. Warte mal kurz, kann ich da wieder zurückgehen? Ja, mach mal. Ja. Ich glaube ja. Aber erstmal, wo ist der Schlüssel? Anders komme ich nicht weiter. Okay, weiter. Ja. Ich glaube, unten geht's weiter.
Ja. Ekelhaft, ey. Ekelhaft! Irgendeine schleimige Substanz. Ja. Autsch. Ich bin schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf der Abgehen. Er ist nicht einfach. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe, und jetzt spielte er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es kann ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Da kann ich nicht durchgehen. Da habe ich nicht. Warte mal kurz da.
Da habe ich nicht alles kontrolliert. Ich weiß nicht warum. Unterirdische Gänge. Okay. Ja, aber woher kommt das her? Ich gehe jetzt nochmal zu den ekligen Substanzen. Okay. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Zu hungern heißt zu leben. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Auf Wiedersehen. Ja, warum muss ich denn jetzt gehen? Ein kleiner Moment, Leute. Aha.
Moment. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Stausee. War ja klar. Zwei Schweine erledigt. Habe ich leider nicht. Foto eines seltenen Tieres. Endlich. Okay, sechsflügeliges Embryo.
Okay. Super, mein ganzer Muni ist verballert. Ja, doch, dumm. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Was ist so lustig? Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Psycho. Warte. Geh nicht. Dreckiger kleiner Dieb, du. Ich überlasse es dir nicht. Selbst wenn du bettelst. Wie komme ich hier raus? Gute Frage. Weiß es auch nicht. Sieht zerbrechlich aus. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in den Hütte, in den Mine. Hans ist tot, als ist er es mal Schluss mit Fischfangen. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von den riesigen Fisch gefressen. Wow, riesige Fisch?
Erstmal gehe ich mal zurück und gucken, was da ist. Werwölfe. Auch nicht schlecht. Ey, es gibt's doch nicht! Verdammter Bastard! Na toll, Sackgasse. Ich hab mal eine Idee. Wo geht's hier besser? Da war's.
Da ist nichts. Nee, da ist nichts. Ich guck mal noch mal richtig durch. Nö. Nö. Ja? Nee. Da ist nichts, tatsächlich. Ah, da. Und perfekt. Ein kleiner Moment, Leute. Nö.
Nix. Messer. Wand, in Decke vielleicht? Okay, da ist wirklich... Ich finde da wahrscheinlich nichts. Scheiße. Perfekt. Perfekt. Thank you.
Bei den Göttern. Was war das? Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Shit! Bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht! Das ist unfair! Ich gehöre an ihre Seite, nicht du! Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten! Oh Gott! Mutter! Warum? Warum? Ja Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt den Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Oh, warte mal kurz. Ja, war doch nichts. Okay, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.